Schon seit Jahren rüstete die polnische Luftwaffe ebenso wie das polnische Heer im höchsten Maße auf. Die Fliegerhorste waren durchweg vorzüglich ausgebaut. Auf den Flugplätzen entstanden moderne Hallenbauten. Unter dem Einfluss der Westmächte hatte eine schrankenlose Hetze gegen Deutschland eingesetzt. Paraden sollten den Polen beim Anblick von Flugzeugverbänden die eigene Stärke vor Augen führen. Militärische Berater der Westmächte kamen, wie hier ein französischer General, und überzeugten sich vom Rüstungsstand gegen Deutschland. Die polnische Generalität hielt laufend Besichtigungen ab. Anfeuernde Ansprachen wurden gehalten über die Größe und Stärke der polnischen Luftwaffe, über Güte und Anzahl ihrer Flugzeuge. Betrieb auf den polnischen Rollfeldern. Einsatzbefehle gegen Deutschland werden besprochen. Das waren die polnischen Vorbereitungen. Und bei uns? Auch wir stehen bereit und werden, wenn nötig, antworten. Die starke deutsche Luftwaffe wird dabei die ihr gestellte Aufgabe erfüllen. Unsere Luftwaffe packt aus. Überall an den deutschen Ostgrenzen liegen die Verbände zum schlagartigen Einsatz bereit, wenn der Führer es befiehlt. Ruhig und pünktlich, wie ein Uhrwerk, läuft die Bereitstellung unserer Verbände ab. In den letzten Augusttagen 1939 erreicht die politische Hochspannung ihren Höhepunkt. Unsere Armeen sichern die Reichsgrenzen von Ostpreußen, Pommern, Schlesien und von der Slowakei. Am 1. September befiehlt der Führer den Einsatz der Wehrmacht. Unsere Armeen marschieren in Polen ein. Die Luftwaffe erhält Einsatzbefehl. Die Spannung der Bereitschaft wird abgelöst durch den Startbefehl zum Feindflug. Von Ostpreußen, Pommern bis zur Slowakei starten unsere Verbände. Aufklärer, Kampfverbände, Sturzkampfverbände fliegen in den polnischen Luftraum ein. Unsere Jäger sichern den Aufmarsch der Luftwaffe und des Heeres in der Luft. Die alte Polenhauptstadt Krakau. Die berühmte alte Kirche von Częstochowa wird überflogen. Unsere Flugzeuge kommen über die hohen Karpaten und Beskiden vom Süden. Breite Flusstäler führen sie nach Innerpolen. Man sieht das eigentümliche Muster des polnischen Flachlandes,
die übergroßen Marktplätze der polnischen Ortschaften. Die ersten im Feindesland sind die Aufklärungsverbände. Ungeachtet jeder feindlichen Gegenwehr beobachten sie mit Auge und Kamera und melden das Geschehen. Die Bildgeräte erfassen das Ziel mitunter nur durch Wolkenlöcher. Mehrere Einsätze sind manchmal nötig, um ein Kampfziel zu erkunden. Gegen die Festung Warschau von Norden her. Die Weichsel, links die Vorstadt Praga, die Brücken über die Weichsel und rechts das Häusermeer der Großstadt. Die F-Staffeln sind überall. Im Süden, in der Ukraine, über Lemberg mit seiner dreieckigen Bahnhofsanlage. Das weit im Osten liegende Brest-Litowsk mit seinem rechtwinkligen Straßenbild. Und der alten Zitadelle, vorgeschoben an den Bug. Alle polnischen Festungen werden durch Aufklärer erkundet. Hier Deblin an der Weichsel, das ehemalige russische Iwangorod. An der Mündung des Narew in die Weichsel die Festung Modlin, der Schlüssel zur Hauptstadt Warschau. In den ersten Tagen werfen unsere Armeen die Polen in kraftvollen Stößen zurück. Die polnische Korridorarmee wird abgeschnitten und vernichtet. Die deutsche Zange setzt am polnischen Raum an. In vorbildlicher Zusammenarbeit mit dem Heer werden unsere Kampfverbände schlagartig eingesetzt. Ein Stuka-Verband im Anflug. Er hat den Auftrag, gemeinsam mit Einheiten der Kriegsmarine den polnischen Widerstand der Westerplatte zu brechen. Die ersten Stukas greifen schon an. Bombeneinschläge blitzen. Ansetzen zum Sturzflug. Mit aufheulendem Motor geht's in die Tiefe. Das Ziel wächst schnell entgegen. Im Rauch und Dunst der Einschläge wird das Flugzeug wieder hochgezogen. So wird der letzte polnische Widerstand auf dem befreiten Danziger Gebiet beseitigt. Der Verband kehrt zurück. Ein polnischer Flugplatz wird überflogen. Auf dem Rollfeld feindliche Jäger.
Sie starten. Ein Pole kommt heran. Er bekommt Feuer. Er versucht nochmals heranzukommen, muss aber in der Geschossgarbe abdrehen. Der polnische Jäger ist sehr wendig, aber zu langsam. Unser Kampfflugzeug lässt ihn ruhig herankommen. Der Gegner flieht unsicher. Er hat Motorschaden. Und stürzt ab. Überall finden wir polnische Flugzeuge. Abgeschossen, verbrannt, zerstört. In ihren eigenen Hallen liegen sie umher. In den eigenen Horsten haben wir die polnische Luftwaffe vernichtet. Unser Angriff kam so plötzlich, dass viele polnische Verbände gar nicht zum Einsatz kamen. Ein Flug über polnische Flugplätze. Hier ein kleiner Fliegerhorst. Neben Kasernen im Wald und den Hallen am Waldrand leuchten hell im Sandboden die Trichter eines Bombenreihenwurfes. Hier der Flugplatz von Brest-Litovsk. Die Hallen sind zerstört. Volltreffer auf Flugzeuge vor den Hallen. Neben dem Bahnhof der Flugplatz Biala. Bahnhof und Platz sind unbrauchbar gemacht. Flugplatz Lemberg, das gleiche Bild. Militär- und Zivilflughafen Warschau-Okönche, eine sehr moderne Anlage, wurde gleich zu Beginn des Feldzuges lahmgelegt. Die gewaltige Zange der deutschen Heeresgruppen presst die polnischen Armeen von Süden und Norden zusammen. Der polnische Osten wird abgeschnitten. Befestigungsabschnitte, Bunkerlinien, Brückenkopfstellungen werden überrannt. Der Feind ist überall im Rückzug. Die Bunkerlinien von Mlawa, die gegen Ostpreußen angelegt waren. Aber dem Ansturm unserer Wehrmacht hielten sie nicht stand. Hier ein Luftbild des Narew-Brückenkopfes Rojan. Die Polen haben beim Rückzug die Stadt durch Brand zerstört. Ein Fort von Rojan. Flugplatz Rojan. Die ausgebrannte Stadt und die Narew-Brücke. Die Brückenkopfstellungen von Lomscha am Narew. Die Stadt wurde unter Umgehung des Brückenkopfes angegriffen und genommen. Die polnischen Stellungen vor der Stadt Lomscha. Unsere Kampfflieger haben die Bunker in der Stadt wirksam beworfen.
Unsere Aufklärer melden. Verlassene polnische Stellungen ohne Kampfwirkungen. Schnell aufgeworfene Grabenlinien, kampflos geräumt. Die Trichter unserer Bomben liegen an den Rückzugsstraßen. Die beiden deutschen Luftflotten, die eingesetzt sind, beherrschen nach 4 Tagen den ganzen polnischen Luftraum. Jäger und Flak sind für anderen Einsatz frei. Die Kampfverbände greifen das ganze polnische Verkehrsnetz an. Alle wichtigen Bahnknotenpunkte, Bahnlinien, Rückzugsstraßen und Brücken werden unterbrochen. Der Feind hat keinen Nachschub mehr. Keine Möglichkeit für Truppenverschiebungen und keine Verbindung zwischen seinen einzelnen Heeresgruppen. Tag für Tag sind unsere Verbände unterwegs. So wirkten unsere Bomben. Eine doppelgleisige Bahn wird unterbrochen. Ein von Sturzbombern vernichteter Panzerzug. Eine Bombe warf den ganzen Zug zur Seite. Feindliche Truppen werden auf der Straße angegriffen. Unsere Kampfflieger brechen den Widerstand in umkämpften Ortschaften. Kraftanlagen werden stillgelegt. Schon in den ersten Kriegstagen wird der Warschauer Hauptbahnhof getroffen. Durch die Betondecke hindurch wurden unterirdische Bahnsteige zertrümmert.